kleines Update zum Samstag und es hat sich ein bisschen was verändert auf dem Balkon. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe die Pflanzkübel ja weitestgehend leer gemacht. Ja, hier bei ihm ist die Ausbeulung nicht ganz so extrem. Das hält sich alles in Grenzen. Aber bei der Nummer 2, da ist es dann doch schon richtig, richtig deutlich sichtbar. Ich hole die gerade mal hierher. Ja, da ist das gute Stück. Ja, und hier sehen wir ordentliche Buckelpiste mehr oder weniger drin. Und was mir eben auch aufgefallen ist, hier oben am Rand, ja, da bildet sich langsam aber sicher ein ordentlicher Spalt. Also das ist mir alles definitiv ein bisschen zu unsicher, insbesondere was den Winter angeht. Na, die sollen ja hier draußen überwintern und da ist mir einfach die Gefahr viel zu groß, dass da irgendwas passiert, dass da irgendwas reißt. Da reicht schon irgendwo ein kleiner Riss. Ja, und das zieht sich dann eben komplett durch, weil das Wasser eben drückt. Von daher, das jetzt hier leider ein gescheitertes Projekt mit den Pflanzkübeln. Peperoni, erstmal ein bisschen feucht gehalten, steht noch hier im Altwasser. Kies ist auch noch mit dabei, Erdbeere hier vorne. Die Medaka White Lamps sind erstmal umgezogen, hier unten in die 40 Liter Kiste. Auch da Bodengrundwasser, alles aus den alten Kübeln, ja, also gleiche Bedingungen. Das geht für ein paar Tage problemlos. Ja, das sind ja eh gesellige Tiere, wenn man mal nach Japan schaut, da werden sie in noch kleineren Gefäßen gehalten. Die Alttiere sitzen ja noch auf 30 Liter. Und ja, aktuell steht jetzt hier noch leer eine 65 Liter Mörtelwanne. Die wird es allerdings nicht werden. Hier wird es in jedem Fall eine Nummer größer werden. Ja, mein Podestunterbau aus Pornbetonstein und MDF-Platten gibt es einfach her von der Größe. Also 90 Liter passt locker drauf, deswegen wäre es ein bisschen blödsinnig, da auf die 25 Liter mehr zu verzichten. 90 Liter Mörtelwanne werde ich mir gleich noch organisieren und ja, wenn das Wetter mitspielt, dann machen wir die morgen auch hübsch zusammen fertig, damit dann auch zügig, zeitnah die Medaka White Lanes wieder umziehen können. Also so ein kleiner Schritt zurück aus 2, mache erstmal wieder 1, aber ich denke mal, das ist irgendwo auch eine vernünftige Entscheidung. Ich bin jetzt nicht in der Lage, hier nochmal ein komplett neues Doppelprojekt aus dem Nichts heraus irgendwie zu starten. Deswegen die 90 Liter Mörtelwanne, ich denke mal, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung. Material ist genügend da, die haben wir dann auch relativ schnell gestartet und dann dürfte das Ganze hier eine richtig hübsche Ecke werden. Ja, nebenbei, meine Box kann auch stehen bleiben, also von daher, das passt soweit. Zwei Fliegen irgendwo mit einer Klappe geschlagen. Und ich muss auch so ein bisschen aufpassen, ne? Gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, bisschen Stress reduzieren, alles irgendwo in Ruhe angehen und ja, nicht eben in Stress ausarten lassen. Die 65 Liter Mörtelwanne auf der anderen Seite mit den Medaka Yanguifi. Hier habe ich aktuell so ein paar Problemchen mit meiner Pflanzwanne. Weiß ich, ob die ein bisschen verrutscht ist, als ich den Kübel hier rüber gezogen habe. Gut möglich. Ich muss den aktuell so ein bisschen unterstützen, hier mit so einem Backstein. Den habe ich ja lediglich unterbaut, hier mit so Natursteinen. Ja, und das Ganze ist irgendwie so ein bisschen am Nachgeben, hat sich leicht nach rechts abgesenkt. Also da gehen wir die nächsten Tage in jedem Fall auch nochmal ran. Erstmal machen wir die eine Seite hübsch. Und dann werde ich hier in jedem Fall auch nochmal rangehen. Die Natursteine werde ich unten rausnehmen, Backsteine unterlegen. Ja, dann sollte das Ganze in jedem Fall auch ordentlich sicher stehen. Also in jedem Fall ein bisschen was zu tun. Ich hoffe mal, das Wetter spielt morgen entsprechend mit. Heute geht es eigentlich. Ja, wobei, wir sind im Juli, ne? Und bedeckter Himmel. Es ist windig, es ist auch nicht übermäßig warm. Also 20 Grad haben wir zwar, es ist angenehm, aber eben von Sommer sind wir noch ein kleines Stückchen entfernt. Tja, Augen auf bei der Pflanzkübelwahl bzw. beim Kauf von einem Pflanzkübel, zumindest dann, wenn er eben nicht als Pflanzkübel genutzt werden soll, sondern eben wie hier in meinem Falle als Miniteich. 40 Euro Stück ist natürlich für einen Pflanzkübel. Weiß ich nicht, ob das viel Geld ist oder wenig Geld ist. Gefühlt ist es für mich ordentlich Geld. Na, wenn man mal im Vergleich sieht, die 90 Liter Mörtelwanne liegt bei um die 8 Euro. So eine 65 Liter Wanne, so eine kleine hier liegt bei um die 6 Euro. Und auch die dehnen sich natürlich ein bisschen aus. Ne? Auch die verformen sich so ein bisschen, aber eben bei einer runden fällt das nicht ganz so auf. Na, da ist das ziemlich egal.
sehen wir hinten bei der 65 Liter Mörtelwanne, sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen der und hier. Bei den ecklichen, da sieht es anders da aus, da weiß man, die muss man irgendwo einpacken, ja, Balkenkonstrukt sich bauen, damit die sich eben nicht verformen. Ja, von den Teilen hier bin ich ein bisschen enttäuscht von den Pflanzkübeln. Wobei man sagen muss, 40 Euro, ja, ist halt wie es ist. Ne? So typische Glasfaserverstärkten, die dann wirklich auch mit einem hohen Wasservolumen kein Problem haben, die dann wirklich auch formstabil bleiben, die liegen halt preislich weit oben drüber. Ne? Die gehen irgendwo los, 100 Euro und mehr. Wenn man ein gescheites Volumen haben möchte, also ein fischgerechtes Volumen haben möchte, weil irgendwo so eine kleine Box bringt dich ja auch nicht weiter. Ne? Hier unten die kleine 40 Liter, auch mit der habe ich keine Probleme. Jahrelang immer mal Jungtiere drin gehabt, da verformt sich überhaupt nichts. Ja, das sind aber so zwei Körbe quasi in einem. Es gibt so eine Einlage, die kannst du rausnehmen, da verformt sich nichts. Ja, das Ding bleibt stabil. Aber eben 40 Liter als dauerhafte Unterbringung für Medakas dann eben doch ein bisschen wenig. Also Deckel drauf auf diesen kleinen Versuch mit den Pflanzkübeln. So ist es. Ne? Aus Schaden wird man klug. Ich werde jetzt keine Aufnahmen irgendwie einbauen von drin. Ich wollte einfach heute dann auch so den Schlusspunkt setzen für eben diesen Pflanzkübelversuch. Ne? Und morgen geht es dann entsprechend weiter, sofern das Wetter mitspielt. Ne? Aktuell zieht es sich wieder extrem schnell zu. Es ist ordentlich windig. Aber ich denke mal, wir kriegen morgen in jedem Falle dann auch den Start hin für die 90 Liter Mörtelwanne. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.